So, Servus. Ich hoffe, ihr habt schon den ersten Teil von meiner Videoreihe zum Thema Effektivität, Wirksamkeit von jagdlichen Tarnmustern gesehen. Wenn nicht, stopp. Unten in der Beschreibung ist der Link. Geht einmal zurück und guckt euch das andere Video zuerst an. Da erzähle ich so ein bisschen was über das Projekt insgesamt, über die Hintergründe, über unseren Versuchsaufbau. Und wieso, weshalb, warum? Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich möchte nämlich in dem Video heute gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen, was eben die ganzen Rahmenbedingungen sind, was die Hintergründe sind, sondern ich möchte nochmal zwei weitere Muster zeigen. Und zwar konnte ich die Firma Sweet Team und die Firma Taggart dafür gewinnen, dass wir uns auch ihre Muster mal etwas näher anschauen. Zum einen haben wir hier eine Jacke von Sweet Team in dem Dissolve Veil Muster. Das kommt ursprünglich aus Neuseeland und meines Wissens nach hat Sweet Team das Muster exklusiv in Deutschland oder sogar Europa lizenziert. Also da werden da recht viele andere damit auf dem Markt erscheinen. Ist aber ein sehr interessantes Muster. Warum, sage ich vielleicht gleich nochmal ein, zwei Sätze dazu. Und dann haben wir hier eine Jacke von der Firma Taggart aus Polen. Die hatte ich euch ja auf der IWA separat schon mal vorgestellt. Soweit ich weiß, nach wie vor leider nicht wirklich großflächig in Deutschland erhältlich. Aber eventuell gibt es auf der kommenden IWA ja da gute Nachrichten. Denn ich finde die nach wie vor ganz spannend, was auch das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Das nennt sich 3DX, ist ein bisschen anders als dieses hier, weil es eine Kombination ist aus einem potenziell relativ klassischen Baum-, Rinden-, Tarn-Muster zusammen mit größeren Flächen, die quasi uni sind, einfarbig braun, kann aber auch einen ganz interessanten Effekt ausmachen. Beim Veil ist es so, da sieht man nochmal was, was vielleicht im letzten Video ein bisschen zu kurz kam in der Erklärung, und zwar die Wichtigkeit von Mikro- und Makromustern. Wir hatten einige Muster im letzten Test drin, die aus dem klassischen, sag ich mal, Wildviehbereich oder ähnlich waren, die in größtenteils mit so Mikroflächen daherkommen. Das heißt, kleine Zweige, kleine Äste, klein, 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 klein. Das ist aber trotzdem auf die Distanz und dann speziell in der Wildsicht meiner Meinung nach absolut nicht ausreichend. Da geht es darum, dass das trotzdem auf eine bestimmte Distanz zu einem, ich nenne es jetzt mal salopp formuliert, zu einem Brei zusammenschmilzt irgendwie und dann am Ende trotzdem wieder eine große Fläche bietet, die die Silhouette und die Umrisse vom Menschen eigentlich nicht wirklich gut auflösen. Was demgegenüber, also diesen Mikro-Pattern steht, sind eben diese Makro-Pattern, also diese Makro-Flächen, diese größeren Flächen. Das heißt, man sieht es hier ganz schön, man hat kleine Musteranteile drin und quasi, wenn man es ebenenmäßig betrachten will, eins dahinter nochmal die größeren Flächen, also größere dunkle Flächen und größere helle Flächen. Und die brechen speziell auf die Distanz das Ganze dann noch mal viel stärker auf und erleichtern es quasi, die Silhouette aufzubrechen. Das werden wir jetzt aber im Video gleich noch mal sehen. Wir haben wieder das gleiche Szenario gewählt wie letztes Mal, sprich einmal Wiese, Waldkante mit Schatten und Licht und dann einmal im Holz drin, wobei ich gleich vorweg sagen muss, man ist ja dann im Nachhinein und nachdem man es bearbeitet hat, immer etwas schlauer. Die Ecke, die ich da in der Eifel, waren wir da, bei einem Freund gewählt habe für diesen Schuss innerhalb des Holzes, da bin ich im Nachhinein nicht so ganz zufrieden damit. Also hat mir auch ein, zwei spannende Erkenntnisse gebracht, werdet ihr auch gleich nochmal sehen und ich sage dann auch nochmal was dazu. Aber am Ende vom Tag, ja, da hätte etwas mehr grün sein dürfen. Deswegen kann es sein, da muss ich jetzt mal gucken, wen ich für den potenziellen Teil 3 des Camouflage-Tests gewinnen kann, was wir da für Muster zusammenkriegen. Aber es kann sein, dass ich die zwei Muster da nochmal mit reinnehme. Da bin ich einfach neugierig. Das interessiert mich, denn ich hatte da eine etwas andere Vorstellung. Nichtsdestotrotz auch ganz, ganz spannend. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt in den Wald oder auf die Wiese, in die Eifel.
und schauen uns das mal an, was dabei rausgekommen ist. In diesem Sinne, ab in den Wald. So, und da laufe ich doch direkt immer über die Wiese. Also, wie gesagt, eine Wiese in der Eifel, Waldkante, gleiche Idee wie beim ersten Video. Hier als erstes jagdliches Grün mal wieder, allerdings mit Basecap, und hier die erste Position mit einer etwas offeneren Optik, also wenig davor. Naja, okay. Aber jetzt geht es ein bisschen näher rein. Da ist dann schon ein bisschen mehr Gras davor und man steht etwas näher abhocken. Nee, doch nicht. Man steht etwas näher dran und da überrascht mich das Grün halt auch wieder total. Also es bestätigt die Ergebnisse aus dem ersten Video. Hände und Kappe sind halt wieder ein Thema, aber da sage ich später nochmal was dazu. So, dann hier mal schön rein in Schatten, aber eigentlich noch relativ offen vor so einem helleren Baum. Und auch da. Ne? Hände, Gesicht, aber ansonsten absolut top. Also kann man nichts sagen. So, hier nochmal eine etwas dunklere Ecke. Da ist es sogar noch dunkler gewesen als an der davor. Und da ist man eigentlich dann komplett weg. Also wenn ich da sitzen würde und mich wenig bewege, selbst mit Bewegung geht es sogar ganz gut. Jetzt nochmal durch so ein bisschen Zwielicht auf eine Wiesenposition und dann auch in die Sonne. Da sieht man natürlich wieder, wie der Kopf rauskommt. Ja, mei, Wiese ist immer fies, weil es einfach sehr gleichförmig ist und wenig dabei hilft, egal was man trägt, dass man da drin verschwindet. So, zack, jetzt haben wir das Taggart-Muster, das 3DX. Das ist in der prallen Sonne, wie im ersten Video schon ein paar Mal erwähnt, aufgrund der hellen Beige-Anteile ist es natürlich auch sehr hell, aber hier am Rücken und auch vorne am Bauch und an den Oberschenkeln war es ja einfarbig. Sieht man oben ganz schön. Gut, hier sticht man immer noch ein bisschen raus, aber wie gesagt, pralles Sonnenlicht hat sich ja im letzten Video schon als übelster Tarnfeind herausgestellt. Jetzt hier etwas gedeckter, also hell, aber nicht mehr direkte Sonne und da funktioniert es erstaunlich gut. Also auch die großen Flächen vorne, ich finde es nicht schlecht. Wie gesagt, der Ansatz, den ihr da fahren ist echt spannend. So, hier zur Position 3. So, und da unterstützen die hellen Außenflächen eher weniger. Also im Dunkeln muss ich sagen, ist es nicht so optimal. Ganz lustig übrigens, schnell links ist ja ein Salzleckstein. Guckt mal oben und guckt mal unten. Da sieht man auch noch mal ganz schön, wie das Rot auch aus dem Bild verschwindet. So, hier rechts in der dunklen Ecke. Die Silhouette wird halt insgesamt aufgesplittet in größere, dunkle und helle Flächen. Ich finde das schon spannend. Also wenn man es vielleicht eine ganz so harte Kanten arbeiten würde, wäre es wahrscheinlich sogar noch viel, viel effektiver. Auf der Wiese sind die Beine und alles nämlich echt schön weg. Ja, also da kann man nichts sagen. Es ist schon eine spannende Idee. Mal schauen, was die Jungs auf der IWA sagen. So, und jetzt, da war ich ja sehr, sehr gespannt, das Dissolve Veil von Sweat Team, das reflektiert unten schon nicht ganz so krass. Also, das ist ja auch weniger so beige als eher so ein ganz helles Grün oder so. Also wenig Gelbanteile in dem Muster insgesamt und ich würde es sogar da schon anziehen. Also wenn man sich da bisher geschickt hinstellt und nicht so saublöd, wie ich jetzt da gerade mache, dann ist man auch da weg. Sieht man jetzt wahrscheinlich auch ganz schön an der zweiten Position. Also, sorry. Top. Ich finde es mega. Ich finde es wirklich gut. Muss man jetzt auch gar nicht weiter dran rumreden. Finde ich richtig spannend, das Ding. So. Dunkle Position Nummer 1. Selbst da sumpft man irgendwie so ein bisschen weg. Es ist schon hell, aber irgendwie sehe ich da keine richtigen Konturen um mich rum. Also keine harten Kanten auf jeden Fall. Das ist echt spannend. Da ist es auch gut. So, und jetzt nochmal hier umdrehen. Naja, also, sorry. Also, mehr kann man, glaube ich, nicht rausholen, außer dass man heimgeht. Das ist übrigens eine Kappe mit einem weißen Logo oben drauf. Da sieht man mal wieder die Bedeutung von weiß. Und jetzt bin ich gespannt. Auf der Wiese. Also, wenn ich mich da abhocke, will ich durchaus als Busch durchgehen. Ich finde es sogar auf der Wiese
einigermaßen brauchbar. Vielleicht liegend oder sitzend. So, jetzt sind wir in dem Wald und das ist die Stelle. Da war ich nicht ganz so zufrieden, einfach aus dem Grund, weil man rechts schon sieht, wie viel da dann doch ins Grau und ins sehr Helle abdriftet. Jetzt nochmal das Setup mit normalem Jagdgrün und guck mal, die Kappe, mein Lieblingscappy ehrlich gesagt, auch scheiße jetzt, ist hinten dunkel. Und wenn ich mich jetzt gleich an der ersten Position da umdrehe, die hat vorne so ein Realtree-Muster drauf. Wie hell das kommt, das ist fast genauso hell wie die Hände. Ansonsten ist man natürlich hier total verratzt. Also, ich meine, da stellt sich ja auch kein normaler Mensch hin. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Aber da ist man natürlich vor dem hellgrauen Hintergrund mit den dunklen Dingern ohne Unterbrechung im Muster ist man da natürlich echt verratzt. Jetzt gehe ich da mal rechts hoch hinter so ein bisschen Blätter und Gebüsch, obwohl es ja noch ein bisschen durchsichtig ist. Jetzt sieht man wieder oben der weiße Fleck, Kappe, Hände etc., Gesicht, aber eigentlich verschwindet man sogar da ganz krass drunter. Weil ich habe mich echt überrascht, wie sehr der dunkle Oberkörper da durch die paar Blätter aufgebrochen wird, weil viel war das nicht. Und jetzt habe ich mir da oben nochmal eine Stelle gesucht, wo man vor diesem dunklen alten Baumstamm, der da so bewachsen ist mit Moos, steht, weil ich ja selber auch recht dunkel war. Ja, und wenn man sich dann nicht ungefähr 6 bis 7 Meter davor hinstellt, sondern direkt vor dem Baum, ist das sogar mal so eine Notlösung. Aber das wird mit dem Dunklen ja sogar funktionieren. Ansonsten ist, mein, es ist ja kein Tarnmuster. Ne? Jetzt komme ich nochmal auf die Kamera zurück, auch damit man die Klamotte nochmal am Stück sieht. Aber da sieht man zum Beispiel die von hier aus gesehen rechte Hand, ne, die auf der Waffe lehnt. Wie ein weißer Handschuh. Wenn ich jetzt mit der noch winke, dann kann man komplett einpacken, glaube ich. Also da muss man echt aufpassen. Aber jetzt sieht man eben vorne, wie hell die Kappe ist. Ne? So, und weiter geht's mit dem Targa 3DX Muster. Und da sieht man jetzt schon auf der Etappe hier, wie wenig Anteile da tatsächlich rausgefiltert werden. Also ich finde, dass es sich in dem Licht gar nicht so sehr von der Originalsicht unterscheidet. So, erste Position und jetzt achtet mal auf die hellen Anteile vor dem hellen Hintergrund. Da kämst du, wenn da mehr Hellanteile drin wären, in dem Moment kämst du damit, glaube ich, ganz gut durch. Und da ist es so, hier ist die Kappe, die ist auch von Tagat, ist hinten mit dem Camo-Muster und vorne dunkel. So, und behaltet das mal im Hinterkopf, also genau andersrum als vorher bei dem Jagdgrün-Set. Wieder hinter den Blättern mal abhocken. Ist natürlich noch besser als mit dem Grün. Und jetzt ist vorne die Kappe, die vorne uni dunkel ist, genauso wie der Rest. Und guck mal, wie die schluckt. Also die ist wirklich so rum ist es eigentlich besser. Also dunkel vorne und wenn es sein muss, Camo hinten. Schade um meinen Lieblingscap. Aber ich habe das nochmal in einer dunkleren Variante. Geht schon. So. Dann hier wieder vor dem dunklen Baum mit einer größeren Distanz und auch da, ne, dunkel vor dunkel. Also wie gesagt, wenn man jetzt mit den, wenn man den Abstand zum Baum verringert, ist es gar nicht schlecht. Und dann geht es eigentlich wieder zurück. Mit der hellen Hand. Ich entwickle hier langsam echt so ein Jagd-Handschuh-Fetisch, glaube ich. Ich habe die jetzt, um ehrlich zu sein, eine ganze Zeit lang weggelassen, weil ich dachte, das ist doch alles Quatsch. Ich packe die direkt wieder aus. So, da sieht man aber das ganze Setup nochmal schön und die Kappe ist, wie gesagt, vorne dunkel. Und wo genau sich die dunklen Stellen befinden. Also wenn man das irgendwie unregelmäßiger gestalten würde, nicht ganz so geradlinig, wäre das, glaube ich, ganz gut. So, Dissolve Veil.
Und da sieht man jetzt auch wieder links und rechts, guck mal, der Unterschied ist gar nicht so groß. Das liegt einfach daran, dass man links schön sieht, dass da gar nicht so viele Gelbanteile drin sind. Selbst in den hellen Flächen sind wenig Gelbanteile, also reine Gelbanteile. Das geht in so einen, ja, in so ein Lindgrün oder so. Die Kappe übrigens, das ist so ein Türkis und im Türkis sind ja relativ viele Blauanteile drin und da sieht man jetzt rechts, blau sieht das Wild halt tatsächlich, hatte ich ja im ersten Video, glaube ich, erwähnt, aber blau ist ja wie eine Warnfarbe fürs Wild. Also wer mit einer Jeans in den Wald gehen will, vielleicht mache ich das spaßeshalber mal, der ist da nicht so gut beraten. Hier auf der ersten Position übrigens jetzt, Mai, also das, der Hintergrund ist sehr hell, obwohl es da auch eine gute Figur macht, finde ich. Und jetzt merkt man schon, je weiter man sich von der Kamera entfernt, wie besser das eigentlich funktioniert, aber wie wichtig auch diese großen Flächen sind. Ne? Da oben das Wild auf Wild Logo, die Initiative finde ich übrigens ganz gut, oder die Wild auf Wild Geschichte. Aber ne, da sieht man schon, wie wichtig diese großen Flächen einfach sind. Und ich finde halt nach wie vor wichtiger als die kleinen, die Mikro-Musterflächen. Ist einfach so. Da funktioniert sogar richtig schön, finde ich. Also da könnte jetzt auch ein Teil von dem Baum sein. Ja, bisschen Moos, bisschen kein Moos, Rinde. Ich finde das, also optisch, finde ich das an der Stelle wirklich gut. So, einmal retour. Na komm. Klingt jetzt wirklich dämlich, aber ich bin das nicht nur dreimal gelaufen. Da war ich schon ein bisschen im Arsch. So, aber hier sieht man halt auch nochmal wirklich schön, der Unterschied zwischen menschlichen Sicht und Wildsicht ist gar nicht so groß. In den Farben. Dafür ist das halt einfach ein sehr extrem unruhiges Muster, aber das funktioniert. So, da sind wir wieder. Ihr habt jetzt die zwei Muster nochmal im Vergleich gesehen und ihr wisst jetzt auch, was ich meine mit diesem Waldweg, den ich mir da ausgesucht habe. Da waren ja doch dann insgesamt, weil eben insgesamt relativ wenig Grün vorhanden war, doch hohe Grauanteile da. Das lässt mich drüber nachdenken, wie bestimmte Geschichten im Schnee und so weiter eventuell funktionieren könnten. Oder auch in so schilfigen Geschichten, wenn es dann eher um sowas wie Entenjagd oder so geht. Aber jetzt mal eins nach dem anderen, also Teil 3 wird definitiv nochmal im normalen Wald- und Wiesenbereich stattfinden, so dass dieses Jahr klappen sollte. Weil, wenn ich bei dem Projekt eins gelernt habe, dann ist es nicht so viele Türen aufzumachen. Überrollt man sich ganz gern selber schnell. Okay, vielleicht einmal kurz zu den Mustern. Ich habe ja im Video auch schon mal ein bisschen dazu kommentiert. Also das Muster hier ist, finde ich, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, ne? Dieses digitale Würfelige. Aber ich glaube, dass der Trend in den nächsten Jahren zumindest mal in die Richtung geht. Also gerade die Hersteller, die verstanden haben, wie man mit diesen Mikro- und diesen Makroflächen umzugehen hat, glaube ich, produzieren da relativ effektive Sachen. Ein bisschen schade, da werde ich jetzt aber auch nochmal mit den Freunden sprechen, wir stehen ja nach wie vor schön in Kontakt, ich fand es ein bisschen knarzig. Leider. Mal gucken, ob ich da nochmal andere Versionen davon die Hand kriege. Vielleicht habe ich da auch einfach nur eine blöde erwischt, aber es war so ein bisschen, naja, sie ist dafür wirklich sehr durchdacht und sehr robust. Also es ist eigentlich eine tolle Jacke, die könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ganz weit vorne rangieren. Mal gucken, ob ich da vielleicht einfach ein bisschen Pech hatte. Was die Geschichte von Tagart angeht, also die ist halt auch vom Material her, ist die halt super leise und total angenehm, trägt sich auch toll. Was ich da total gern mag und man merkt es wirklich, das ist das, was in dem Iva-Video auch schon mal durchkam, ist einfach dieses,
dieses Belüftungssystem, was die drin haben, da pumpt sich wirklich Luft in die Klamotte, sowohl in der Hose als auch in der Jacke. Das merkt man. Also ja, und auch die Geschichte, dass die Uniflächen sind quasi gar nicht wasserdicht, haben keine Membran. Die Camouflageflächen haben eine Membran, sind wasserdicht. Man hat es ja früher auch bei den üblichen alten Outdoor-Bekleidungen mit Wachs, ne? Nur auf den Schultern, nur am Rücken und so weiter, versucht so ein bisschen aufzuteilen. Das funktioniert ganz gut. Also da ist altbewährtes ganz gut in Szene gesetzt worden. Aber tatsächlich geht es ja um die Camouflage und gar nicht einmal so sehr um die Qualität oder um die Verarbeitung der Jacken oder der Bekleidung insgesamt. Auch da muss ich sagen, es ist ein bisschen ja, ein bisschen anderer Ansatz, aber dadurch, dass sich die Camo-Flächen genau an den Außenkanten, also hier Arme, Beine unten und im Hüftbereich, auch bei der Jacke hier ja im Hüftbereich befinden, funktioniert das mit dem Aufbrechen der Silhouette gar nicht mal schlecht. Es bleiben zwar größere dunkle Flächen stehen, die sind aber, glaube ich, nicht mehr so sehr als Mensch zu erkennen. Das sind halt dunkle Flecken. Also insofern glaube ich, dass es auch kein schlechter Ansatz ist, sich da ein bisschen zu tarnen. Sieht aber halt im Großen und Ganzen nicht ganz so martialisch aus, wie jetzt meinetwegen so ein Vollcamo oder eben dann noch dazu so eine digitale Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, beide Muster sind, ja, schwupp, da war ein Schnitt. Die Speicherkarte war voll, der Klassiker. Aber so ist es. Deswegen kommt der Rest jetzt nochmal hinten dran. Also, beide Muster funktionieren, glaube ich, auf ihre Art und Weise ganz gut. Und ich bin da eigentlich ganz, ganz guter Dinge, dass man damit ein relativ gutes Ergebnis erzielen kann. Ich will jetzt aber auch nicht nochmal alles von vorne erzählen. Das habe ich ja jetzt alles schon wieder ausführlichst besprochen. Meine Bitte ist noch, schreibt mir unten bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Meinung zu einem der Muster habt. Auch gerne, wenn ihr Muster habt, die ihr mal getestet haben wollt. Da muss man halt schauen, ob ich die irgendwie rankriege oder nicht. Und ansonsten freue ich mich über Daumen hoch, Daumen runter. Dann weiß man ja doch immer so ein bisschen, ob das Ganze funktioniert hat, was man sich da ausgedacht hat. Ihr könnt wie immer gerne ein Abo dalassen. Ich werde versuchen, wie gesagt, die Videoserie weiterzumachen und je nachdem, was sich sonst ergeben wird, dieses Jahr. Und bei Instagram könnt ihr auch reingucken. Da kommt, wie gesagt, immer ein bisschen mehr, weil es einfach schneller geht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns heil und bis bald. Servus.